Das ist der Bauer Horst. Und daneben, da seht ihr seine äußerst gefräßige Ziege. Das ist der Charlie. Ja, und der Charlie, der frisst besonders gerne frisches Gras, wie ihr hier sehen könnt. Und das tut er am liebsten in der freien Natur, wo das Gras am saftigsten und am besten schmeckt. Aber wie ihr euch bestimmt vorstellen könnt, ist es für den Bauern Horst gar nicht so einfach, dem Charlie das zu ermöglichen. Denn der Bauer kann den Charlie ja schlecht den ganzen Tag alleine draußen herumrennen lassen. Und andererseits kann der Bauer auch nicht den ganzen Tag nur beim Charlie stehen und auf den aufpassen. Aber der Bauer, der hat eine Idee. Und zwar, er nimmt einen Holzpflock und schlägt ihn in den Wiesenboden. Und dann nimmt er ein langes Seil und bindet den Charlie dran fest, damit er sehr viel Freiraum hat. Ja, und jetzt da kann der Charlie, wie ihr seht, den ganzen Tag auf seiner Wiese stehen, ganz alleine, und kann das frische Gras fressen, das dem Charlie so gut schmeckt. So, und jetzt kommen wir zu dem Rätsel, das ihr für den Charlie lösen sollt. Und zwar sollt ihr jetzt herausfinden, wie viel Platz der Charlie wirklich hat. Also wie sieht das Gebiet aus, in dem der Charlie frei herumrennen kann und in dem er sein frisches Gras fressen kann. Als erstes nehmt ihr mal das Arbeitsblatt und dazu nehmt ihr dann noch das Werkzeug, das dabei ist, das nennen wir den Ziegenmesser. Wie ihr seht, hat der Ziegenmesser hier ein Loch, das nennen wir das Visier. Wozu ihr das Visier nachher noch genau braucht, erkläre ich euch noch. Generell einmal ist der Ziegenmesser dafür da, dass ihr seht, wie weit der Charlie rennen kann. Also er kann genau von diesem Loch, von diesem Visier, wo er festgebunden ist, rennen bis zum Ende der blauen Spitze. So, als nächstes legt ihr dieses Visier genau dort drauf, bei dem Kreuz, wo der Charlie festgebunden ist. Also das Visier ist also dazu da, damit ihr das genau dort drauflegen könnt, wo der Charlie festgebunden ist. So, und jetzt liegt das Visier eben auf dem Blatt Papier und zeigt euch genau, wie weit der Charlie vom Kreuz, wo er angebunden ist, wegrennen kann. Und als nächstes nehmt ihr einen Stift und kennzeichnet genau diesen Punkt vorn bei der blauen Spitze. Das heißt, ihr habt jetzt auf dem Blatt Papier genau den Punkt, wie weit der Charlie vom Kreuz wegrennen kann. Und das macht ihr dann öfter. Genau, also ich mache es jetzt noch einmal und noch einmal. Und dann, wenn ihr schon mehrere Punkte habt, dass das möglichst genau ist, dann kann man schon eine Linie ziehen, wie ihr seht. Und das macht ihr jetzt natürlich noch öfter. Also nicht nur auf dieser Seite, sondern das könnt ihr auch noch weiter drüben oder unten. Also das macht ihr jetzt ganz oft so lang, bis ihr eine Begrenzungslinie ziehen könnt. Und diese Fläche, die dann entsteht, also diese Fläche, auf die der Charlie frei herumrennen kann, die solltet ihr dann grün anmalen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.